doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht irrelevant. Los geht's. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand. Doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag. Guten Tag, guten Mittag. Guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Mein Name ist Niklas Schulz-Sommer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Foodspot-Vlog von mir für die Stadt Frankfurt aus Mannheim für Frankfurt. Rutschentheorie, Herz wird ermordet. Für alle, die wissen, Mannheim-Frankfurt ist 35 Minuten, 40 Minuten Autofahrt, wenn ich fahre. Und deswegen, ich bin auch öfters in Frankfurt. Und in Frankfurt gibt es sehr geiles Essen. Und wer bei mir ist... Nein, mach nicht so. Nein, ey. An meiner Seite Ehren... Und nicht Kopf runter, nicht Kopf runter, nochmal. Was geht? Wenn ich fehlen darf bei den Foodspots. Genau, ist mein Bruderherz. Was geht? Hi. Hast du wieder den ganzen Tag nichts gegessen? Ich habe extra gehungert, damit ich schön viel essen kann und meine Bewertung natürlich abgeben kann, um eine konstruktive, aber dann doch teilweise sehr stabile Kritik abzugeben. Mein Bruder. Den Satz habe ich auch vorgeübt. Mein Bruder. Deswegen gehst du noch zur Schule. Uni. Ja, ich beides. Schule. Beides, mein Bro, komm! Nein, also wir sind beim ersten Spot. Ich kenne den Laden, Omid kennt den Laden nicht. Und es ist so, ja, es ist nicht herzhaft. Was gibt's nochmal? Herzhaft und? Süß. Ja, herzhaft und süß, es ist herzhaft. Es ist so, der Laden heißt Toasty. Und was es da drin gibt, sind Toast, aber die Toast sind lecker. Also wirklich, für alle Leute, die aus Frankfurt kommen, Willi Abel spricht für euch. Aus Mannheim für Frankfurt. So, Omid, wie laut die Musik ist. Salam alaikum. Also, Chef, wir würden einmal Strammer Ali, okay. Club Toast. Alles einzeln oder als Menü? Mach zweimal als Menü. Strammer Ali Menü? Ja. Oder ein Menü einmal einzeln. Okay, Club Toast einzeln? Ja. Und ja, das war's. Okay. Soße, Soßen bitte dazu. Mayo und Spicy. Was ist Kasa? Mann, Digga, was sind das für Fragen? Das soll schmecken. Das passt alles gut. Das ist nicht so wichtig. Also, alles perfekt. Ich frag mich immer, ob ich, wenn ich so, keine Ahnung, vielleicht in der Crew tanzen würde, ob das krass bei mir kommen würde, wenn ich. Ihr werdet das jetzt das zweite Mal sehen, weil ich nicht kriege. Wenn ich den zweiten Versuch, guck mal ganz neu mit neutral. Ich glaube, da ist nicht schlecht. Richtig. Chris Brown nach Info. Breaks on my jeans, they designer cut. Black, red and yellow bitches on Jamaica. Also, Film, Bruder, guck mal, wir haben hier einmal den. Das ist der mit Ketchup, was wir gehört, oder? Wer ist der? Club Toast und das ist Strammer Ali. Ich sag dir, das ist der Beste. Sag mal ganz kurz, dein Toast, wenn du deinen Toast machen würdest. Wie mein Toast machen würde? Wenn du so selber Toast machen würdest. Probier bitte. Was hab ich dir gesagt? Was hab ich dir gesagt? Sag, red mit mir. Richtig schönes Zutritt. Sag ihm das, nicht mir. Ja, schön. Das ist es, ne? Der ist sehr stramm. Der ist sehr stramm? Sehr schön, mein Bruder Herz. Ich mag's ja nicht so scharf. Oder? Hin und wieder, Bruder. Wirklich? Oh. Wow. Schokolade. Natürlich wieder eins, mein Bruder Herz. Sehr ehrlich. Der ist ein bisschen, ne? Hi. Super. Schön. Super lecker. Einfach stabil. Super lecker. 6,50. Mhm. Mit dem Rabattcode Willi kriegt ihr nix. Aber ich kann es jedem empfehlen, der aus Frankfurt kommt. Ernst. Von Mannheim für Club Toast.
Schau mal kurz ab, was da drin ist. Hähnchenbrust, Tomate, Kopfsalat, Pastrama, Käse und Gurken. Kenne ich persönlich wirklich nicht, ne? Also ich habe ihn noch nicht genug gegessen. Ich bin immer ein Gewohnheitstier. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Ja. Man nimmt das, was einem vertraut ist. Mhm. Ich finde es gut, aber halt nicht für verrückt. Der einfache Schramme Ali ist simpler, besser. Also, ich finde das Hähnchen geil, aber haben dann einfach im Gesamtpaket besser. Komm, probier mal. Probiert, okay? Wer macht? Nein. Ey, warte noch nicht. Warte noch. Warte noch. Warte. Ey. Red. Das Hähnchen ist aber gut. Ja, natürlich ist gut. Ich mag gerne rein mit so Hähnchen und noch andere Speisen zusammengewechselt. Schön gesagt, mein Bruder hat's. Ja, Hähnchen, aber es passt mir vom Aufzug raus. Ja, passt mal super. Aufschrammen. Ja. Also ich fand den Schramm Ali besser. Ist der doof. Warte mal, ganz kurz für alle Leute. Das ist nochmal der Laden. Weißt du, wo ich. Aber ist was haben wir gezahlt? Weißt du es? Ich weiß es. Ich frage dich, was schätzt du? 21. Ja, doch, stimmt. Ja, ne? Ja, wir haben 21. Weißt du, wo ich bei Sujuk Toast immer dran denken muss? Hm? Kennst du diesen einen Clip von Eli, wo er so zeigen will, wie man so Sujuk Toast macht? Und dann sagt er so einen leichten Schwenker. Und dann dreht er so um. Einfach komplette Hälfte ist schwarz. Nee, aber der wird jetzt eingeblendet. Es ist ein Mehrwert für die Menschheit. Freunde, jetzt locker flockig, eine lockere Hand. Ich weiß, ihr habt alle eine lockere Hand, wir halten uns bedeckt, warum. Und jetzt mit Liebe, mit Bedacht, nach 3-4 Minuten circa. Scheiße. Bruder, gib mir mal bitte ein Feedback und renn nicht die ganze Zeit weg. Sehr gut, wirklich. Strammer Ali war sehr, sehr guter, stabiler Sujuk Toast. Der zweite war ein bisschen zu viel Fleisch, meiner Meinung nach. Ansonsten... Ja, gute 8,5, 9 von 10, Digga. Cool, cool, danke. Und jetzt zeige ich dir den besten Asiaten. Also meiner Meinung nach. In Frankfurt? In Frankfurt. Von Mannheim für Frankfurt. Ey, danke, ehrlich, dass was? Du das machst, ne? Dass was? Du mir diese Spots und so zeigst, Digga. Ach, Bruder. Dass du dir die Zeit nimmst. Ja, so mein Bruder. Ja. Ich genieße die Zeit mit dir. Kappa. Frankfurt schon schön, ne? Da oben wohnt Aschaf. Leak. Nein, das sagt man immer. Beim hohen Gebäude, was man in Frankfurt sieht, sagt man immer da oben im Aschaf. Ach so, wusste ich gar nicht. Ja, der Leute, da wohnt Aschaf. Schau mal, wir gehen jetzt zu einem Laden. Thailändisch. Ich liebe Thailändisch. Laden. Wie morgen in Thailand? Okay. Ich sage von außen nicht geisteskrank ansprechbar, aber Tutong, super Laden. Es geht um. Ja. Ey, weißt du, wie ich auf den Laden gekommen bin? Wie? Kleiner Funfact. Durch TikTok. Und dann habe ich den einmal abgecheckt und jetzt ist es meiner. Ich habe diesen Laden durch TikTok entdeckt. Und jetzt, und das ist der perfekte Beispiel, dass ich mein TikTok sinnvoll nutze. Leute, die aus Frankfurt kommen, Toasty müsst ihr gehen. Bon Ami, sage ich, ist keine Pflicht. Pflichtrestaurant, aber kannst du gerne mal abchecken. Und das musst du auch zu 100% abchecken. 100%. Dafür lege ich meine Beine ins Feuer. Und das schwöre ich bei meiner alten Freundin Skaya Yariba. Granatapfel. Probier. Jetzt verstehe ich dich, Digga. Man kann den Geschmack nicht definieren. Ja. Ja, machst du. Genau. Was? Das muss ich kurz platzieren. Jetzt haben wir Hähnchenfrühsrolle, Hähnchenspieße, Garnelenfrühschneiden und Rinderstreifen. So, Hähnchenfrühsrolle einrollen, Minze rein, Sauerdip. Okay. Hähnchenspieße, klassisch Erdnusssoße, Garnelenfrühschneiden, Pflaumendip und Rinderstreifen, am besten Chilisauce. Ja. Guten Appetit. Danke. Ah, ja. Was ist das hier? Garnelen. Und mit welchem Dip? Das ist ja komplett falsch, oder? Ich weiß es nicht. Was ist das?
Gut. Was war der Dip? Gut? Nicht gut? Ich weiß nicht, was für ein Dip das war. Aber war der gut oder nicht gut? Er war okay. Mach mal hier rein. Das ist sauer, glaube ich, ne? Ja, Rind war gut? Ja, Rind war sehr lecker. Hm? Ist gut? Ist cool, knusprig. Also hat sich auch so angehört. Hast du es gehört? Ja, ja. Hähnchenspieß mit Erdnuss. Ja, das ist super gut. Ich glaube, Erdnuss ist auch der beste Dip von den allen. Soll ich immer einen Call geben? Ich hasse Erdnuss-Dips. Doch, ich hasse Erdnuss-Dips. Cool. Ja? Schreib mir in die Kommentare. Erdnuss-Dip, ja, nein. Erdnuss-Dip, falscher Ehrgeiz. Batsch! Reis. Und. Ente. Guten Appetit, mein Bruder. Ich sag, das schmeckt richtig gut. Das nur wegen dem Ei, sagst du? Mann, mach nicht so. Digga, das ist so geil. Guck mal, Essen bewerten und die Leute vertrauen dann auf seine Meinung. Ja. Ja, klar. Ich hab dann keine Lust. Das ist gut, Digga. Denkt man nicht, aber sehr gut. Vor allem mit dem Ei und so. Ja, hab ich dir doch gesagt. Es ist so ein bisschen. Es ist flüssig, aber trotzdem ein bisschen fest. Ja. Das Fleisch ist gut. Ja. Und mit Ei ist es immer super. Ich bekomme dafür nichts. Aber auch riesen Props an die Küche. Die bringen uns die ganze Zeit Sachen, die wir eigentlich nicht bestellt haben. Machen sie clever. Aber die bringen die ganze Zeit Sachen und sagen halt, dass wir probieren sollen. Und da gehen Props raus, wirklich. Top, top, top. Top Service. Wirklich top. Digga, ich wiederhole mich das zweite Mal und ich will, dass das ins Video kommt. Ich weiß nicht, was das ist, aber das schmeckt geisteskrank. Du bist der? David. David. Deine Mama gehört der Laden. Genau. Euch gehört der Laden. Boah. Ich bin nur da zum Arbeiten. Okay, warte. Dirigiert aber. Okay. Super. Also wirklich, das super. Super, super, super. Weißt du, wer so läuft? Sydney? Gangster, Digga. Ah, ich. Also doch Sydney. Einfach Sydney gesagt. Jetzt kommt der dritte Laden. Ist kein Laden, den man nicht kennt oder wo ich euch gerade jetzt so sage, boah, in den Laden müsst ihr gehen. Bon Ami. Kettmann ist ein Kettending. Gibt's auch in Hamburg, in Frankfurt. Ich find's geil da. Mir schmeckt's. Vielleicht kennst du der eine oder andere. Wenn nicht, kennt das jetzt. Und ich zeig euch mal, was es da so gibt. Ist mehr so orientalisch. Orientalische Richtung. Omid? Ja. Du warst schon mal davor richtig in Frankfurt essen? Nee. Immer nur nach dem Feiern, ne? Ja. Ja. Sag 1 bis 10, wie gefällt's dir? Was, Frankfurt jetzt gerade? Ja. Frankfurt ist sehr komisch, Digga. Warum? Richtig viele so Junkie-Spots und so, wo wir gerade auch vorbeigelaufen ja. sind. Und dann gibt's auch noch so kranke Ecken wie hier, ja, ne? Also ihr müsst euch mal, gebt euch das mal, wo wir gerade sind. So, das sieht schon mächtig aus, so Frankfurt. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist ja geisteskrank. Ja, man, also ich finde, es ist sichtbar. Ja. Frankfurt zeigt Reiche und Arme. Wir sehen uns im Laden. Bon ami. Ich hab zu Omid gesagt, ich hab so Bock auf Pide, aber Omid sagt es zu viel. Wir gehen als erstes auf Manti. Wir nehmen die Trüffel Manti. Uno. Man kann halt immer was dazu suchen. Extra Hummus, extra Gemüse, Bulgur. Hummus? Black angespielt. Wusste ich gar nicht. Ich hab überlegt auf Sucuk, aber Sucuk sagst du zu viel. Wir haben schon ja. Lass knacken, let's fetz. Schön köstlich in Tomate. Nisao. Scharf, ja. Ja, super. Ja? Fleisch? Ja, super. Ja? Ja. Geil. 10 von 10, Bruder. Oh, echt jetzt? Ja, super. Du
verteilt es jedes Mal 10 von 10. Die Leute denken dir, ich zeig dir das Außergewöhnlichste der Welt. Kannst du den Laden Hunger? Nicht davor? Oder das ist Brot, Tomaten und Fleisch. Mehr brauchst du nicht. Ja, was? Ich habe nichts gesagt. Ja, sag mal was. Ich finde es sehr lecker. Also wirklich, wirklich, wirklich. Sehr, 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 sehr lecker. Digga. Was ist jetzt? Sucuk. Mit? Was ist das? Zwiebeln, oder? Ja, ja, ja. Oder Sauerkraut? Sauerkraut. Bin sehr gespannt, wirklich. Wilde Mischung. Mhm. Sucuk und Sauerkraut. Mhm. Und Brot. Mhm. Kommt hart. Kommt wirklich hart. Ich weiß nicht warum. Probier. Nicht das Sucuk. Probier. Mhm. Und? Weißt du, was da fehlt? Heinz Gewürzketchup. Wisst ihr, so ein leichter Tropfen. Passt, danke. Gebe ich der Küche weiter. Der letzte. Da fehlt Käse und Nüsse. Und Honig. Honig. Ich weiß nicht, wo ich das schon mal gegessen habe. Das gibt mir aber irgendein Urlaubsvibe. Ibiza, Mykonos, ich glaube Mykonos war es vielleicht. Ich erwarte gar nichts. Real talk. Das sieht aber echt griechisch aus. Ja, griechisch so, ja. Ein bisschen. Ella Malaga. Schluck, schluck, schluck. Mhm. Sehr geil, nein. Mist? Nicht meins, sorry. Ist das herzhaft oder ist das süß? Beides. Zeig Walnuss auf Tacos auf falsche Ehrgeiz. 100%. Aber ich bock jetzt halt zum Beispiel nach deiner Review. Eigentlich muss man erst von sich gehen. Nicht? Ja, yeah, okay. Du tust ja, als ob du gerade Scheiße gegessen hast. Das ist so ein Käsegeschmack. Ich hasse den. Ja, okay. Trink was. Was ist das, Mante, Digga? Ich muss ehrlich sagen, heute ist sehr wenig Trüffel. Also so, der Trüffelgeschmack kommt nicht durch. Kennt ihr das bei den Restaurants? Es gibt Tage, da kriegst du die beste Küche der Welt und es gibt Tage, da erwischst du den falschen Tag. Man muss auch immer den richtigen Tag im Restaurant erwischen. Und das ist zum Beispiel heute kein richtiger Tag. Sag ich, Saga. Tschüss, du kannst doch nicht das ganze Ding nehmen, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Wozu hast du ein Messer in deiner rechten Hand? Das ist doch das Maul. Du kannst doch nicht erzählen, dass es... Mach doch einfach zwei Stücke, da musst du nicht so kämpfen. Sehr lecker. Echt? Sehr, sehr, sehr lecker. Mit dem Joghurt, das Fleisch, super. Das Gemüse, sehr lecker. Bist du sicher, dass du genug in deinen Mund reingetan hast? Kann mich nicht beschweren. Komm. Mach ein bisschen saft. Mach saft. Ich glaube, so sieht jetzt nicht krank appetitlich aus. Hä? Mach mein Bruder. Ess. Jawohl. Jawohl. Ist gut, ne? Der Joghurt auch schön ernst. Klingt gelbig. Okay, kurz und schnelles Fazit. Weißt du, was in meinem Kopf hängen bleibt? Hä? Dieses Walnuss. Und das hat dir nicht gefallen, ne? Ich sag dir auch ehrlich, du bist ja das erste Mal hier, ne? Ja. Wir hätten, also normalerweise nehme ich hier immer Pide und Pide knallt halt rein. Mhm. Aber so viel können wir nicht essen. Also vielleicht falsche Bestellung? Hä? Auch immer gutes Zeichen, ob das Schaf wirklich scharf ist, natürlich. Das ist nicht scharf. Aber wir haben doch gerade miteinander geredet. Wie kannst du denn jetzt einfach... Ey, scheiß drauf. Ja, gib mir ein 1 bis 10. 6,5. Boah! Macht man nicht, ne? Ist immer noch Essen. Nein, Spaß. Ist ja in Ordnung. 6,5, check. Bleib mal stehen! Ja, nee, tschüss. Als wäre nicht umgebracht worden. Mann, Digga, das Auto ist da. Du willst über Rot. Ey, tut mir leid, das dass dein... grün. Ey, ich bin voll der schlechte Freund. Weil ich meinem Freund
daran hindern möchte, dass er überfahren wird. Ey, was ein Wichser ich bin. Was sollst du machen? Outro, ne? Okay, Jungs. Ja! Oh mein fucking Gott, was war das wieder für eine Foodtour, die wir da rauskommen? Mann, Digga. Ey, kauf die Box, Mann. Welche Box? Unsere Premium-Box, Digga. Ist einfach dunkel. Wir warten einfach, bis ich Licht habe. Das ist mein Bro. Das ist gar nicht lustig. So, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Checkt auch gerne Omid ab, der ist gerade in Thailand sicher, ja, mit Sydney, wenn ihr hast das seht. Hast du schon 500k oder? Weiß ich nicht. Was auch geil wird, das Giveaway auf Instagram abchecken. Checkt auch gerne mich auf Insta. Und ey, an dieser Stelle geht's. Es geht 1-1. Nice guy, so high school musical American.